Hallo Stier, herzlich willkommen. Stier, die nächsten 14 Tage bis Ende Juni gesehen. Was kann dich erwarten? Okay, was ist die Situation? Was auch immer die Karten sagen möchten. Wir schauen rein. Geh in Resonanz, wenn du möchtest. Wenn nicht, lass es ziehen. Ältere Generation, fühlt euch auch willkommen. Und Stier, wir schauen rein. Wow, die Karte des Wagens. Ja, die Liebenden. Jawohl, wie soll es auch anderes sein? Und das Rad des Schicksals. Sehr schön. Und die Karte der Welt. Perfekt, okay? Ich lasse das mal ein bisschen so, aber es ist ja auch eigentlich nur wichtig für mich. Pass mal auf. Wir haben hier eine Situation, wo viele Energien, gerade die Jungfrau-Energie, gerade Löwen-Energie, sehr markant ist. Okay, also Feuer und Erde. Die nächsten 14 Tage haben für viele Stiere mit der inneren Kooperation, mit der inneren Selbstorientierung, Selbstfindung, aber auch mit einer gewissen Power zu tun, die ich mega geil finde, die sagt, es geht mir langsam auf den Pin, dass mich jeder versucht zu verändern. Es geht mir langsam auf den Pin, dass ich gebe und nicht zurückbekomme. Es geht mir langsam auf den Pin, ja, dass ich diese Ex-Partnerschaft noch nicht losgelassen habe. Es geht mir auf den Pin, ja, dass die Arbeitssituation sich nicht so kristallisiert, wie ich möchte. Es geht so nach dem Motto, einige Stiere werden in den nächsten 14 Tagen ein bisschen provoziert werden können von ihren eigenen Wahrnehmungen, Vorstellungen, Wünschen, aber auch von ihrem eigenen Kopfdenken und natürlich vom Außen. Das ist nur eine Seite, okay? Die andere Seite ist wirklich, dass wir sagen, was dich erwarten kann, wenn du es möchtest, wenn du es zulässt, in den nächsten 14 Tagen, ist eine Bodenständigkeit, ja? Eine Veränderung, die nicht nach außen hin unbedingt sichtbar ist, sondern mehr im Inneren. Du bist ein Workaholic, ja, du bist ein fleißiger Mensch, du bist ein sehr temperamentaler Mensch, ja, du kannst auch manchmal einen über den Durst trinken, ja, du kannst auch manchmal sehr starrsinnig sein, ja, du kannst auch manchmal sehr überheblich sein, ja, wie wir alle. Alle können das, ja, das ist kein Grund und kein Recht, einen zu kritisieren. Du hast viel Power in den nächsten 14 Tagen in dir. Überrasche dich selber. Jemand möchte dir etwas zutragen, sowohl in der Liebe als auch im privaten Leben. Aber es kommt eine Botschaft, eine Nachricht, ein Schriftverkehr auf dich zu. Eine Überraschung, die sehr positive Aussagen hat. Wir haben die Karte der Liebenden, des Rad des Schicksals und die Karte der Welt, wo wir sagen, was kann dich erwarten? Erfolg, neue Abenteuer, sexuelle Kontakte, eine neue Liebe, Fruchtbarkeiten, ja, Gehaltserhöhung, aber auch Glücksspiele. Für die, die auf intelligente Art und Weise Glücksspiele haben oder machen oder umsetzen können. Das Rausschmeißen von dritten Personen, von Strukturen, was dich erwarten kann, rauszukommen von Suchtmitteln oder Suchtmittel zu verhindern. Eine neue Stabilität aus der Ruhe heraus, aus der Romantik heraus, aus der Stärke heraus, aus der Liebe heraus und vor allen Dingen aus der Entschlossenheit. Im Thema Partnerschaft haben wir vor allen Dingen, oder im Thema Liebe besser gesagt, haben wir für diese Menschen, die wirklich in einer Partnerschaft existieren möchten, für diese Menschen, die wirklich auch in einer Partnerschaft sind, für diese Menschen, die sagen, ich bin bereit, der Liebe eine Chance zu geben. Ich bin bereit, ein bisschen Verständnis für diesen Menschen zu haben. Ich bin bereit, ja, aus der Entscheidung des Herzens heraus wirklich zu überprüfen, ob ich bereit bin, weiterzugehen, weiterzumachen oder ob ich bereit bin für jemand Neues oder ob ich bereit bin, einfach in meinem Single-Dasein, in meinem Witwen-Dasein, in meinem Rentner-Dasein, ohne jemanden weiterzumachen. Die Karte der Liebenden ist eine positive Karte, die uns sagt, alle Erwartungen, alle Blockaden, alle Hindernisse, alles das, was Stier bisher gebremst hat oder noch bremsen könnte, weil dein spiritueller Prozess noch nicht da ist, weil deine Entwicklung noch nicht da ist, weil deine, ja, Entspannung noch nicht da ist, nicht schlimm. Dann wird man zu einem späteren Zeitpunkt schauen, wie der Fortschritt ist. Aber für die Stiere, die sagen, Alena, ich bin bereit, ich entscheide mich für mich, ich entscheide mich für diesen Menschen, ich entscheide mich loszulassen, ich entscheide mich, eine neue Arbeit zu nehmen, ich entscheide mich, umzuziehen, ich entscheide mich, eine Reinigung zu machen, ich entscheide mich, eine Notverlegung mit dir zu machen, eine Therapie, ein Ritual, ich entscheide mich für das, was richtig ist. Wichtig ist, wenn ein Ritual, wenn eine Therapie, wenn etwas in deinem Leben keine Früchte trägt,
Liegt das nicht an dem Therapeuten? Liegt es nicht an dem Ritual? Es liegt an dir, an deinen Energien, dass du etwas unbewusst bremst. Du hast Enttäuschungen in der Liebe aus der Vergangenheit gehabt. Ja, aber einige hängen noch dran fest. Einige von euch seid ihr in neuen Partnerschaften, seid ihr in neuen Jobs, seid ihr in neuen Ortschaften. Ja, seid ihr in einem neuen Leben, seid ihr in einer neuen Vibration. Genießt es. Die nächsten 14 Tage heißt, erwarte nicht so viel von dir, erwarte nicht so viel vom Leben, schließe diese karmatische Situation, gehe deine Wege weiter, viel Erfolg, viel Wunscherfüllung, viele Realisierungen, viele gute Möglichkeiten, ja, alles geile Karten stehen für unseren Stier an erster Stelle. Umzüge, zurücklassen von Situationen, zurücklassen von Menschen, ja. Die Vergangenheit kann langsam angefangen loszulassen, ja. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit Prozesse, mit Geld, mit an dein Ziel zu kommen, ja. Vielleicht habt ihr einige noch aus der Virenzeit, die wir vor einigen Jahren hatten, ja, immer noch dieses Paket, was für viele Menschen gezahlt worden ist, gerade für berufstätige Firmen, Kleinunternehmen, dass du das Geld vielleicht zurückzahlen musst oder jemanden, den du kennst, ja, hat vielleicht aufgrund dessen finanzielle Probleme. Nichtsdestotrotz, ja, kehre in dich, helfe diesen Menschen, helfe dir selber, aber mach dir nicht so viel Gedanken. Das heißt, der Rest des Junis ist eine powergeile Energie für unseren Stier. Ja, so viel geile Sachen, wenn unser Stier bereit ist, in Betracht zu ziehen, ja, dass viel Einsatz nicht immer viel Erfolg bedeutet. In Betracht zu ziehen, dass die Härte, diese Strenge, diese Überdisziplin, dieses Fordern dir Kraft rauben kann. Okay? Dass das, was du als Gerechtigkeit ansiehst, Gerechtigkeit darstellen wird, aber zum richtigen Zeitpunkt. Verlasse die Energie, wo du gerade bist. Bist du in einer geilen Power-Energie, ab nach vorne. Bist du in einer schwankenhaften Energie, raus da. Du wartest auf ein Urteil, du wartest auf eine Nachricht, du wartest auf eine Reaktion. Du wartest im Juni auf ein Ergebnis, was sich zeigen wird, definitiv. Für die Leute, die in der Liebe, Romantik, Sex möchten, neue Erfahrung mit dem richtigen Partner, mit einem neuen Partner, mit der Partnerin, aktuell, was auch immer. Die Liebe, die Sexualität, die Sinnlichkeit, egal wie du es machst, ja, der Sexualkanal darf aufblühen. Die Realität ist, erlaube dir, wirklich auch dein Herz zu öffnen, mit dem richtigen Durchblick, mit dem richtigen Menschen. Erlaube dir, ja, auch zu erkennen, dass auch du als Stier manchmal über die Stränge schlägst, viele Sachen noch nicht begriffen hast, ja, viele Sachen noch umgesetzt werden dürfen. Die nächsten 14 Tage sind wirklich tolle Ergebnisse mit Hochzeiten für ein oder andere, mit Feierlichkeiten, ja, mit Fußballspielen zu schauen, ja, mit Lotto gewinnen, mit was weiß ich, auf sich zu achten, mit so vielen Power-Dingen, wo ich sage, Alter, ich weiß gar nicht, wie ich das alles auf den Punkt bringen soll, in so einem kurzen Video, okay? Ziehe einfach nur in Betracht, dass manchmal die Wege sich schließen können, manchmal kommen die Sachen unterschiedliche Richtungsweisungen, manchmal kommen die Sachen auf unterschiedliche Wege, in unterschiedlichen Tempos, aber das Wesentliche ist, die Liebe wird ein Hauptthema sein, die Entscheidung wird ein Hauptthema sein. Machtkämpfe, Konflikte, Rivalitäten können ans Ziel kommen durch Machenschaften anderer Menschen, ja, um dich aus der Bahn zu werfen. Und hier liegt es an dir, kooperativ zu sein, dich um deine Kinder zu kümmern, dich um dich zu kümmern, ja, um deine Sexualität, um dein Sein, um deine Zusammenarbeit, um deine eigene Wahrnehmung. Und wie weit bist du bereit zu verzeihen? Wie weit bist du bereit, als guter Stier auch deine Defizite einzusehen? Wie weit bist du im Monat Juni, was noch bleibt, bereit, okay, zu sagen, ey, weißt du was, es ist mir Latte egal, ich bin Stier, ja, mein Ruf eilt mir voraus, aber ich werde jetzt hier die Situation so zu meinem Gunsten drehen, weil ich genau weiß, es bringt mich weiter. Karmatische Situationen können endlich zum Abschluss gebracht werden, damit der Monat Juli besser ist, freier ist, erfolgreicher ist, die Zusammengehörigkeit, die Beteiligung, die Bemühungen, die Korrespondenz zu dir
aus einem anderen Miteinander zu leben. Ich bin gespannt, was du machen wirst, Stier. Ja? Denk dran, in die Eigenverantwortung zu gehen, ist immer wichtiger. Wie oft sind wir selber unsere eigenen Stolperfallen? Okay? Schreib mich an, Notfallexpress, am gleichen, übernächsten Tag. Ansonsten ab dem 18. Juni habe ich erst wieder freie Termine. Also schreib mich an und sichere dir deinen Termin. Bis dahin, bye.